Wenn ich mit diesem Mikrocamper unterwegs bin, dann fahre ich jeden Tag woanders hin. Das bedeutet, du hast relativ wenig Zeit, dich umzusehen. Aber mit so einem E-Roller im Kofferraum mit 65 Kilometer Reichweite. Wir waren mit mehreren Leuten unterwegs und immer mal wieder konnte jemand diesen E-Roller nutzen, um mal eben die Gegend zu erkunden, Brötchen holen, irgendwas holen zum Supermarkt, mal eben Fastfood, mal eben Meckes holen. Dafür müssen wir auch noch nicht mit dem Auto losfahren. Heute erzähle ich euch genau, wie wir das machen, mit dem Laden, über Solar, auch mit dem Auto. Das ist nichts mit Umbauen oder so. Fangen wir an. So sieht das Ganze jetzt aus. Normalerweise sind diese beiden Sachen umgeklappt. Und der Roller liegt hier neben meiner Matratze. Hier habe ich die Power Oak AC50, die ich ja auch schon vorgestellt habe. Und die ist im Moment auch voll. Und zwar ist die voll, weil ich über das Auto das Ding lade, während mein Motor läuft. Nur dann sind diese beiden Outlets unter Strom und dann lädt das Ding hier mit 100 Watt. Dann kann ich das ganz einfach einstecken. Mach den AC-Ausgang an mit 125 Watt. Laden wir jetzt den E-Roller und wenn wir jetzt das Auto einschalten, wir hatten gerade 0 Watt Ladeleistung hinten. Das bedeutet, während wir fahren, kann ich den E-Roller laden und ich verbrauche eigentlich nur um die 24 Watt, weil mit 100 Watt geladen wird. Wenn ich nicht fahre, kann ich trotzdem noch laden, weil ich 500 Wattstunden hier drin habe. Also kann ich ungefähr 4 Stunden lang mit einer vollen Ladung dieses Teil laden und das Ding braucht von 0 auf 100 5 Stunden. Das bedeutet, bei 4 Stunden bin ich immer noch bei 80%, wenn ich den Motor nicht laufen habe und nur mit der Box einmal lade. Aber der Roller ist eh nie komplett leer. Ich versuche den immer so schnell wie möglich wieder voll aufzuladen. Als nächstes bauen wir jetzt das Solarpanel auf. In Ordnung, so sieht das Ganze dann aus, wenn ich mit dem Solarpanel arbeite. Hier schön eng gemacht und innen auch noch mal so drum gewickelt, dass man nicht einfach von außen daran ziehen kann. Das heißt, wenn irgendjemand das Ding jetzt auf Teufel komm raus klauen möchte, und das ist schon viel kriminelle Energie, dann muss er dabei das Ding kaputt machen. Leider scheint jetzt nicht die Sonne, das heißt, wir kriegen kaum Solarstrom rein. Für 3 Handys würde es trotzdem reichen, die mit 5 Watt laden. Aber bei dem Himmel, da ist eigentlich gar nichts zu erwarten. Wenn ich das Panel jetzt längere Zeit hier lassen würde, dann würde ich das auch durch das vordere Fenster ziehen, weil ich hier auch die Windabweiser habe, die auch ein wunderbarer Regenschutz natürlich auch sind. Natürlich würde ich es nicht allzu lange alleine lassen. Diese Solarpanel sind relativ teuer. Wir sind hier bei grob 370 Euro, meine ich. Das ist nicht wenig Geld. Sind aber die besten Zellen, die es auf dem Markt gibt. Wir haben die Zellen von SunPower. Das sind wirklich die besten Zellen, die es gibt. Beste Konvertierungsrate vom Sonnenlicht. Und wir testen den E-Roller auch direkt mal im Gelände an einem ziemlich coolen Ort. Und da fahren wir jetzt hin. Der sieht so süß aus. Der hört nichts mehr. Ja. Ist halt schon ein bisschen älter. Ach, dafür immer noch genauso flauschig. Ja. Ja, ja. Ja, natürlich kriegt man auch nie genug Streicheleinheiten. Ja, auch nichts zu essen, ne? Ja, das Wasser aus den Pfützen ist auch immer das Beste, ne? Alles klar. Oh. Ja, das macht er gerne, genau. Jetzt kann ich auch weggehen, ne? Ich glaube nicht, oder? Nee. Doch, der bleibt. Der hat so nicht mehr mitlaufen. Ja, so ist fein, ne? Okay, in Ordnung. Ich muss dann aber auch. Ja, hin. Na dann, viel Spaß. Dankeschön, ne? Tschüss. Oh, no.
In Ordnung, Leute. Ich musste gerade einen SD-Kartenfehler beheben. Meine GoPro hat mich mal wieder im Stich gelassen. Das macht die andauernd und es nervt. So, hoffentlich funktioniert es jetzt. Also, ihr seht hier, das ist kein so geiles Terrain hier. Das ist all richtig Schotter-Waldboden. Ich werde auch ordentlich durchgerüttelt, ja, aber es funktioniert. Zu dem Zeitpunkt habe ich vergessen zu sagen, dass wir die gesamte Zeit bergauf fahren. Wir fahren dort eine Halde hoch. Das werdet ihr auch später am Ausblick sehen. Aber diese Steigung, die meistert der E-Roller ohne Probleme. Ninebots sind relativ gut im Steigungen fahren, tatsächlich. Wir sind jetzt ein bisschen Waldweg gefahren und jetzt noch den Rest. Die Straße, hier ist auch ab und zu mal ein Festival, da muss man hier sein Zeug hochtragen. Das ist relativ steil. Aber dieser Roller, der konnte mich bei dem Festival mit fettem Rucksack, also wirklich mit Zelt und allem, hier hochbringen. Sieht man bei der GoPro wahrscheinlich nicht. Die GoPros sind da nicht so gut drin, das zu zeigen. Aber wir fahren jetzt die Straße und dann oben die Aussicht wird geil. In Ordnung, Leute. Ich glaube, dieser Roller hat schon seine Daseinsberechtigung bewiesen. Der bringt einen ohne Probleme an solche Orte. Also bei meinen Touren ist er immer dabei. Ich finde das super, diese Kombination mit der AC50 Powerstation in meinem Auto, vom Auto geladen, Solar geladen. Und ich meine, im schlimmsten Fall, man kann auch Leute fragen, wenn man irgendwo steht. Die meisten Leute sind total freundlich, ob man das Ding vielleicht über Nacht irgendwie anschließen darf. Ja? 5 Stunden, dann ist er komplett voll von 0 auf 100. Und wenn du noch 60% drin hattest, dann brauchst du eh nur 2 Stunden, um das Ding vollzuladen. Ja? Ich fahre noch ein bisschen, ich genieße noch ein bisschen. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und vielleicht holt ihr euch ein ähnliches Setup. Muffin out.